Ich habe auf den am meisten gemoddeten Ark-Server von allen gespielt. Es geht bis zu Level 999. Und trotz Dodos, die über 100.000 Schaden machen, und Paras mit brennenden Schwänzen, die über 50 Millionen HP haben, bin ich in nur wenigen Stunden OP geworden mit einer unratebaren Base, OP-Waffen und OP-Dinos. Wie ich das geschafft habe, seht ihr in diesem Video. Doch nicht blinzeln, sonst verpasst du noch etwas Krasses. Also lass ein Like da und geh mir in die Glocke und blinzel nicht, okay? Ich habe wie immer einen halb kleinen männlichen Charakter, so wie Okami, aber wir nennen ihn Mickey. Ich starte und ich kriege, gib dich mal, wie viel XP ich einfach kriege. Ich habe gerade gestartet, ich bin gleich Max Level. Alter, wait, das ist ja heftig. 200% Movement Speed, ich schätze, das wird doch mal erstmal reichen. Holy fuck, Alter, gebt euch meine HP an, 20.000. Ich kann gleich alle Turrets selber tanken, jeder einzelne Base. Der Crafting Skill, oh mein Gott. So, ich bin Level 112 und ich krieg weiter immer noch XP und gebt euch mal meine Stats. Das ist einfach heftig. Was ist das? Red Crystal Consumable? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll und ich habe erst keine Ahnung, was mich hier erwarten wird auf dem Server. Aber was auch immer da vorne abgeht, ich join mal rein. Es ist ein Dodo, der 1 Million Damage macht. Apparently bin ich auch ein bisschen Usain Bolt, wenn man sieht, wie ich hier runne. Wie viel kriegen wir denn aus einem Busch raus, wenn ich einmal hier drauf drücken kann? 400 Narcoberry, 1600 Fiber. Klingt eigentlich ganz okay. Wie schnell ich einfach unter Wasser bin. Ich bin schneller, als es die FPS erlauben, Leute. Hier mit Haien schwimmen. Gebt euch das. But I'm fast as fuck, boy. Ich bin schon wieder 19 Level hoch. So, was gibt's hier denn alles? Ich weiß nicht mal, was ist das alles? Eternal Trank Bowler. Was? Eine Bola, die betäubt? Upgrade Station, das kenne ich. Es gibt die Teleporter, eine Soul Gun, was auch immer das macht. Soul Terminal, Soul Traps. Ich weiß nicht, was das macht, aber man kann die Dinos tracken. Das lerne ich auch. Suicide Potion, das, was jeder braucht. Awesome Spyglass ist nice. Poison Arrow, Stim Arrow und noch eine Suicide Potion, weil warum nicht? Biovirus, hier gibt es einfach Corona. Shotgun Explosive. Jungs, what the fuck, was ist das? Ein Alpha-Flag-Set. Apex-Flag. Es gibt Sattel-Armor für Wyverns? Warte, es geht bis zu Level 999? Ich bin Level 133, das ist erst der Anfang. What the fuck? What the fuck bist du? Level 800. Elemental Cursed Strike. 550 Schaden. Passt doch. Und ein Dilo. Ein bisschen großer Dilo. Sieht ein bisschen komisch aus. Go away, go away. Der hat übel viel aus. Was ist das für ein Ding? So ein Alpha-Dilo. Kann ich ihn vielleicht bowlern? Yep. Let's go, das gibt mir Zeit. Wow, solche Viecher und ich krieg eine Lederrüstung. One shot. Okay, new try. Level 1140. Ich brauch Kristall. Okay, warte mal. Vorher will ich einmal... Ich habe jetzt eine Suicide Potion. Wenn ich eins drücke... Ah, was habe ich erwartet? Ein Brachiosaurus, kein Bronto. I'm telling ya, den wird's in Arc 2 geben. Ich habe schon wieder 20 Level. Lass Movement Speed ein. Was ist das? Was ist das? Es sieht aus wie ein Prokoptodon, nur anders als Hase. Er ist getoppert. Ich hab einen Hase. Ich nenne ihn Bugs Bunny. Und ich kann ihn sogar nehmen auf meine Schulter. Oh mein Gott, that's so fucking cute. That's the cutest thing I've ever seen. Der ist tot. Perfekt. Goliath Metal Pig. Der ist auch tot und der sieht nicht glücklich aus. Der auch? Hier sind überall Leichen. Der will mich. Oh mein Gott, das waren die Dodos. Die Dodos haben hier alles getötet. Ich sehe eine Wyvern. Komm, lass mich drauf. Lass mich drauf. Oh mein Gott. Level 120. Ist jetzt nichts Krasses, aber hey. Hey! Ich hab sie gerade gezähmt. Dodo Level 1200 hat sie gewonshottet. Lass mich rauf. Perfekt. Komm, geben wir ihr einfach 1 Million HP. Yo. Movement Speed? Ich kann auf Movement Speed bei den Flyern? Hier ist ein roter Drop. Und was ist drin? Oh, okay. Interesting. Okay, ich hoffe, dass nichts passiert, wenn ich jetzt hier ganz kurz offline gehe, weil ich muss meinen PC restarten. We are back in business.
und werden sofort von einem Dodo angegriffen, der mich sofort machen will. Warte mal, wo ist Bugs Bunny? Ist er runtergefallen? Oder wir haben Bugs Bunny verloren. Plan ist jetzt, ich will sehen, ob wir ein paar Dinos finden und vielleicht gucken, was es alles noch so für Dinosaurier gibt. Gibt's Fleisch? Alpha Blood? Und Alpha Hide. Also kann ich bestimmt damit irgendwas Besonderes machen. Eternal Indominus Dodo Rex. Mit 6,4 Millionen und 4,3 Millionen Leben. Und was seid ihr für welche? Eternal Fire Rex, Eternal Poison Rex. What the fuck is going on hier unten? What? Der explodiert alles. Ach du Scheiße, wo bin ich hier reingeraten? Hier unten findet der dritte Weltkrieg statt. Das ist die ganze Schlucht. Bin in ein Albtraumgebiet reingekommen. Mal gucken, wie sich die Leute hier aufbauen. Das ist ein Para, wo sein Schwanz hinten brennt. Das ist ein fucking Glumanda hier unten. Was ist das? Empowered Demonic Parasaur. Oh, das wird übelst weggefetzt von irgendwelchen Toxic-Raptoren. Das Ding hat 54 Millionen Leben. Und guck mal, wie schnell das einfach runter droppt. What? Was seid ihr für krasse Viecher? Ich bin hier schnell weg. Okay, ist der Spot belegt? Hat tatsächlich keiner gebaut. Okay. Ich glaube, hier sind wir vom PvE zumindest so ein bisschen safe. Das gibt's nicht. Das hier haben die bis jetzt seit dem Release immer noch nicht gefixt. Das ist so dumm. Oh, ich habe ein bisschen gecraftet. Mittlerweile sind es 250 Level, die man dazu bekommen hat. Einfach durch 15 Foundations und 2 Bette. Das ist Max. Ich kann nicht mehr reinskillen. Das ist das Maximale. Eine Viertelmillion. Dann halt den Crafting Skill. Damit wir gleich mit der Crafting Station, Upgrade Station einfach BPs machen können. Und die dann einfach 1000-mal stärker sind. Refining Forge. Dafür braucht man Obsidian. Eternal Workbench und die normale Workbench. Was brauche ich für die Eternal Zement? By the way, müssen wir den eigentlich noch benennen, ne? Ich weiß nicht, wie man ihn schreibt, aber ich nenne ihn Malfoy. Einfach Malfoy. Wegen Draco Malfoy? Draco Drache? Ich glaube, das ergibt Sinn, wenn man kurz darüber nachdenkt. Oh, noch eine Suicide Potion. Die haben wir noch gar nicht getried. Okay, jetzt sind wir wenigstens full life. Plus, man kann hier ein bisschen was abfarmen, wo man... Hab ich gerade mit einem Hit das kaputt gemacht? Let me try this here. Okay, ich habe sogar 2 kaputt gemacht. Oh mein Gott, ich mache meine ganze Base kaputt. Wie viel Schaden mache ich denn bitte schön? So, Smithy, einfach genau daneben. Celestian mit 1000 Armor. Wow, ich habe irgendwas mit Apex oder nee, ich habe Alpha Blut irgendwo. Alpha Blut, okay. Alpha Blut, Alpha Hide habe ich hier hinten. Fiber und Metall. Und dann hat das 1200 Durability und 200 Armor. That's pretty nice. Wie sieht's aus mit Waffen? Unknown Substance, da machst du ein Club Torch of Destruction. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe diese Unknown Substance nicht. Hier braucht man absolute Substance. Was zum Fuck ist das alles? Ah. Ist nie passiert. Upgrade. Upgrade. Wir upgraden einfach so weit es geht, oder? Blueprint Station, die kann man hier ranhängen. Und wenn ich jetzt von hier das Material nehme und das da reinstecke, kann ich ein Blueprint kreieren. Jetzt Craft mit meinen 6900% Crafting Skill. 755. Kann ich das noch Blueprinten? Und jetzt nochmal, dafür brauche ich wieder Holz. Ich glaube, ich gehe gleich einfach Holz farmen. So, von 755% auf... Ah, 755 tatsächlich. Also ist das Max. Okay, ich gehe kurz farmen. Boah, Junge, Alter. Oh mein Gott, hier explodieren wieder Sachen. Ach, der Roberto da vorne gerade was in die Luft gejagt? Oh, das erschreckt mich. Ich habe Angst. Import Buffen Mesopithecus. Der hat 2,3 Millionen HP. Wenn ich den von hier aus bowlern könnte mit einer Trank Bowler, wäre das ziemlich sick. Wird nicht passieren. Hier war doch irgendwo in der Nähe mal so ein Metal Spot. Da ist ein schwarz-pinkes Einhorn. Direkt neben anderen Einhörnern. Man sieht nie Einhörner, aber hier ist Legendary Pegasus. Das ist nicht mal ein Einhorn. Ein Elder Maiden. Oh mein Gott. Look how beautiful and majestic. Es ist ein Einhorn mit Flügeln. Es ist ein Einhorn-Pegasus. Der hat einen Stein kaputt gemacht. Dem lege ich mich auf gar keinen Fall an. Das sollte erstmal genug Mittel sein. Und die ersten Metallstücke. Perfekt, her damit. Die sieht ein bisschen scheiße aus, ne? Im Grunde ist es, glaube ich, einfach nur eine Flakrüstung, die mit Alpha-Blut beschmiert ist. Das macht sie jetzt ein bisschen stärker, glaube ich. Ich will einmal testen, wie viel Schaden ich jetzt mit diesem Bogen mache.
2350 nur. Ich habe tatsächlich viel mehr erwartet. Okay, dann muss ich holen Obsidian, Polymer. Ich will den Drop haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Jedes Mal. Ich habe so das Gefühl, das sollte reichen. Was ist das für ein komischer Giga? Eternal Gigantosaurus. Schwächling, Level 480. Hat nicht mal eine Million HP. Oh mein Gott, hier gibt's wieder Explosionen. Megapithecus mit 4,7 Millionen HP. Perfekt. Ach, guck mal, ich habe gefragt, ob jemand mir helfen will und hat wirklich einer gesagt, jo, in 10 Minuten joint er auf Crystal. Also entweder wird er uns dann komplett wegklatschen und verarscht uns, oder vielleicht kriegen wir ein bisschen Stuff geschenkt. Das war ganz cool. Das Risiko gehen wir ein. Einmal hier vorbeilaufen, hoffen, dass er mir nicht angreift. Also einmal kurz back, wir craften die Forge, schauen, ob die besser ist und vielleicht einfach mal schneller durchcraftet. Oh ja, ich kann die Forge machen. So, Holz und Metall reinklatschen. Ich glaube, die ist nicht wirklich viel schneller. Aber gut, vielleicht treffen wir uns einfach gleich mit dem Typen. Sagen wir einfach mal beim grünen Obi. Grüne Obi ist doch keine gute Idee. What the fuck? Was ist das jetzt schon wieder? Cosmic Alpha... Stigmolo. Ich kann rückwärts fliegen mit der... Oh mein Gott, ich sehe das jetzt erst. Ich kann auch rückwärts sprinten. Das... Das ist echt was Neues. Gibt euch das. Als würde ich vorhin zurückspulen. Oh mein Gott, der ist hier. What the fuck? Mit was fliegt der hier rum? Wicked Manticore. 1,5 Billionen Leben. Wow, dude. That looks so sick. Oh! Es macht einfach 15 Millionen Schaden. Oh mein Gott. Der ist Level 505. Was ist das? Give that to your wife. Oh, okay. Oh, Junge. Wow. Er ist einfach full heal. Let's find a base spot. Frisst er die jetzt alle weg? Yo, chill. Du hast genug gehabt, Alter. Der ist süchtig danach geworden. Er sagt, er hat einen unraidbaren Spot. Aber es ist klein. What? Soll ich damit reinkommen? Okay, ich wurde nicht mit teleportiert. Er hat gesagt, warte. Okay, okay. Yo, wie viel hast du geschissen? Level 1155. Holy fuck, ich würde gern draufsteigen. Compared mal die Größe zu einem Wyvern. Oh, er ist zurück. Was sind das? Soul Traps. Warte, wohin? Starterbase. Der will, dass ich mich dahin teleportiere. Der kann mich jederzeit töten. Oh, mein Wyvern ist mit. Weg ist er. Warum habe ich das Gefühl, dass ich jetzt hier drin eingesperrt bin? Er schreibt einfach, warte hier. Ich kann auch gar nicht weg. Ich könnte nur mit dem Teleporter weg. Wie episch wäre da, wenn er jetzt die Teleporter alle wieder auf privat stellt, dass ich mich nicht mehr raus teleportieren kann. Und ich bin jetzt einfach hier drin gefangen und komme nie wieder raus. Und so war ich da drin gefangen. Für die nächsten 24 Stunden. Spaß, aber kauft euch diesen Holy hier. Das ist nämlich mein Lieblings. Mit dem Link in der Beschreibung und den Rabattcodes natürlich, ne? Mickey und Mickey 5. Guter Deal, kauft euch das. Jetzt. Und dann guck weiter. Was sind das überhaupt für Dinger? Es sind Pokebälle. Es sind einfach wie Cryos. Nur ein Pokebälliger. Trotzdem komme ich jetzt nicht raus. Ja, ich muss einfach auf den warten. Er ist zurück. Wow, 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 what? Ich bin jetzt ein Pinkman. Scheint so, als hätte ich's richtig gemacht. Now nobody can get inside. What? Junge, der gibt mir einfach alles, was ich brauche. Alles klar. Retrieve Corpse. LOL! What the? Das gibt einfach alles wieder zurück, was du hattest. Oh, jetzt gibt er mir Waffen, ey. What the fuck is going on? What, das Ding farmt
alleine. Du platzierst so ein Teil und irgendwie alle möglichen Ressourcen oder sowas tauchen hier gerade einfach auf. Mit anderen Worten, das, was ich jetzt hier gerade habe, ist einfach eine unratebare Base, außer man mesht mich hier rein. Voll mit Stuff und Sachen, die halt einfach für mich waren. Und da ist er weg. Erste Turret mit den ersten Munitionen drin. Let's go. Oh, die funktionieren dafür gar nicht. Doch, es hat nur geleckt. Okay, dann gehen wir jetzt einmal raus. Ich will gucken, ob ich tatsächlich irgendwas instant camen kann mit dem, was er mir da gegeben hat. Schau mal, meine Wyvern. Okay, ich brauche irgendwas Krasses, irgendwas Cooles, was man sofort zähmt. Und ich glaube, ich weiß da, wo so ein Affe war. Über vorne ein Megapithecus, der ist, glaube ich, weg. Aber sind noch andere Viecher. Was ist das für ein Ding? Empowered Internal Allosaurus. Empowered Elemental Giga. Okay, ich lande jetzt einmal kurz. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich habe diesen Repel noch da. Er ist, glaube ich, raged, oder? Ich glaube, er will mich. Er will mich wirklich. Oh mein Gott. Ich dachte, das Ding macht, dass er mich nicht angreift. Das war's mit meiner Wyvern. So nicht so wie geplant. Der Giga ist immer noch da vorne. Oh, er ist getorpert. Er ist einfach done. Level 666. Oh mein Gott. Hey, du brauchst mehr Melee. Einfach Melee, 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 Melee. Okay, jetzt sag ich fast, dass das funktioniert. Brauchen wir auch wieder was zum Fliegen. Wie wäre es eigentlich mit den Alu? Den könnten wir uns auch holen, ne? Hello, Buddy. Jetzt einfach warten, oder? Eine sollte reichen. Geht die Torpor noch hoch? Die Torpor geht noch höher. Oh, diese Arrows sind OP. Komm, iss es. Ich weiß, du willst es. Oh, der ist auch genockt. Okay, komm. Den kann man... okay. Aber den hier scheint es nicht zu funktionieren. Was schade ist. Oh mein Gott, was geht denn hier schon wieder ab? Das Ding war's. Wait, are you tameable? Du bist tameable. Perfekt. Ein Dodorex. Dich nehme ich auch noch mit. Komm, bleib stehen. Zack. Das ist der Dodorex. Friss. Der sollte es essen. Tut's aber irgendwie nicht. Aber der hier schläft. Okay, let's go. Dann du aber, komm. Perfekt. That's a big boy. Und der hier will auch nichts sehen, wie der Alu. Okay, in dem Sinne gehe ich jetzt erstmal zurück zur Base. Ich habe haufenweise krasse Viecher gezähmt. So, wir haben eine komplette Base. Irgendwelche krassen Viecher mit 1,7 Millionen Leben. Mit 4,1 Millionen Leben. Okay, perfekt. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob ich weiterspielen werde. Wahrscheinlich schon. Kommt drauf an, ob es euch gefällt. Also schreibt es in die Kommentare. Und in dem Sinne, I'm Mickey and I'm leaving. The neighbors complain about the noises above.